Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox einen Traktor vor. Und zwar den Valtra N, die Valtra N-Serie. So, langsam und sicher. Dieser Mod wird zur Verfügung gestellt von Agrardesign Austria und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung. Und dieser Traktor für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von der Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können unseren Mod herunterladen und nutzen. Wenn euch unser Mod schon gefallen, würden wir uns natürlich mal sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein Däumchen nach oben da lasst, gerne was in die Kommentare schreibt und wer es noch nicht getan hat, den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Mods mehr verpasst von uns. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, was ist das Besondere an diesem Traktor? Klar, ihr habt mitbekommen, Valtra hat im letzten Update oder im vorletzten Update einen Zug in den LS erhalten mit der Q-Serie. Wer interessiert, der Leo McManus hat sogar eine Vorstellung von dem Real-Life-Traktor gehabt, also direkt bei Valtra. Also schaut doch mal gerne vorbei. Ist ja schon ein bisschen was her. Und jetzt haben die Modder von Agrardesign Austria und sich gedacht, die machen halt die N-Serie und pimpen die noch so ein bisschen auf mit mehreren Möglichkeiten. Es gibt drei Motorkonfigurationen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 57 km/h, zumindest bei dem Modell 174. Dann gibt es vier Reifenmarken in verschiedensten Konfigurationsmöglichkeiten. Gucken wir uns gleich natürlich alles in Ruhe an. Active und Versus Modelle verfügbar mit Änderungen und Korrekturen der Modellteile. Valtra Twin Track, also Rückfahreinrichtung, ist verbaut. Man kann das GPS auswählen, hat natürlich nur einen optischen Hintergrund. Es gibt animierte Fenster und Türen, da könnt ihr auswählen zwischen Simple IC und Mouse Control. Da muss man halt mitkonfigurieren, zeige ich euch aber auch. Und LED-Scheinwerfer. Und die Leistung ist halt zwischen 145 und 201 PS. So, schaut immer Textur an. Ich habe extra jetzt mal zwei Konfiguren mit dieser coolen Metallic-Farbe. Einmal so Metallic-Orange und Metallic-Blau. Fand ich sehr cool. Felgenfarbe in Schwarz. Gut, der hätte vielleicht eine andere Farbe nehmen können, weil das jetzt ein bisschen dunkel aussieht, sieht alles. Aber ihr seht viele Möglichkeiten. Ich steige mal ein. Ihr seht alles natürlich voll animiert hier. Was ist das? Das hing ich gerade fest. Okay, da ist ein bisschen Probleme mit. Mal testen, Rückwärtsgang rein. Ne, alles gut. Passt zwar. Ja, wie gesagt, Spiegel sind drin, ne? Armaturen sind beleuchtet. Ne, ihr seht hier ein bisschen das LED-Arbeitslicht, ne? Das wird ein bisschen bläulicher. Sonst hier drin seht ihr alles animiert, auch der Fahrer von außen seht ihr, ne, passt alles. Gut, die Beleuchtung seht ihr hier, normales Abblendlicht, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, oder Fernlicht, wie ihr es möchtet. Und da oben seht ihr auch die LED-Technik. Ne, Blinker sind verbaut, funktionieren auch. Ganz normal hinten. Rückfahrscheinwerfer da auch nicht. Ich weiß nicht, warum das beim LS22 ein Problem ist. Ne, also Blinker seht ihr funktionieren. Also Rückwärtsfahren seht ihr, ab und zu, da ruckt er so ein bisschen. Hm, ist so gewollt, das weiß ich nicht. So, dann schauen wir die Fahrtrichtung mit Umschalt links und B. Seht ihr, zack, dreht sich der Fahrer und ihr habt zurück rückwärts Fahreinrichtung. Aber warum jetzt so zittert beim Rückwärtsfahren, das weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen. So, dann wechseln wir das Ganze wieder. Wir gucken mal, ob der sie auch hat. Ob es doch nur. Ist das dasselbe Modell, nur andere Farbe? Nee, da irgendwie nicht. Hm, ab und zu das nicht. Aber ihr seht, sonst texturtechnisch hundertprozentig kann man nicht meckern. Ne? Auch mit diesem, wie gesagt, gerade mit dem mit diesem Metallic finde ich sehr, sehr cool. Ja, im Shop. Ich gehe aber über DLC und Mod, über Mods. Ihr kennt das. Hier ist die weitere N-Serie. Das bedeutet für 103.800 bis 101.800 mit 2.000 extra, das heißt die Reifenvariante, wenn wir die jetzt rausnehmen würden. Gibt es das überhaupt? Ne, also das bleibt halt stehen. Sprich, dann ist der Grundpreis eigentlich bei 103.800. Habt ihr 145 PS Stangen Valtra mit diesem Active Schaltsystem, Schaltgetriebe, 235 Liter Tankvolumen und 50 km/h Spitze. Jetzt haben wir hier die N54E, da gehen wir schon auf 165 PS hoch. Oder glaube ich, das maximale. Ne, gar nicht. Da gibt es noch Active mit 50 km/h und 201 PS. Oder die Active mit den 75 km/h, aber das zeigt er hier komischerweise nicht an. Auch 201 PS und das ist das Maximum halt mit 201 PS. Würde halt 11.000 Euro extra kosten. Ja, Reifenhersteller gibt es, seht ihr, viele verschiedene. Und in manchen kann man halt dann nochmal die Reifenvarianten wechseln. Ich skippe es jetzt mal fix durch, damit ich es mal gesehen habe, aber das war es eigentlich auch schon. Dann gibt es von Umleuchten. Entweder keine, links, rechts oder beide. Dann Fahrmodus normal, also sprich ohne diese Rückfahrsteuerung oder mit.
Dann gibt es das Valtra GPS, ja oder nein? So, jetzt gibt es hier die Simple IC, da müsst ihr halt diesen Zusatzmod mit draufnehmen oder Mouse Control, das geht halt auch ohne. Frontrader-Anbau könnt ihr Hauer oder Quicke, so wie ihr es aus dem Standardspiel. Und die Farben seht ihr, das sind jetzt nicht die LS standardtypischen Farben, sondern halt vielleicht Valtra spezifisch oder vielleicht auch gerne von dem Modding-Team, die gerne nutzen. Aber ihr seht halt wirklich diese coolen Metallic-Farben. Ist schon interessant, finde ich auch gut und auch preislich. Seht ihr, mit 300 oder so ist es gar nicht so extrem teuer, mal so einen schönen Nackterlauf zu zwitschern. Selbst Felgenfarbe, da sind eher so die LS-Standardfarben. Da müsst ihr natürlich dann gucken, was am besten zu der Farbe passt, die ihr da jetzt habt. Das ist euch natürlich selbst überlassen. Wenn ihr das natürlich so wild durchkonfiguriert, kommen halt nochmal eigentlich 22.000 oder so dazu. In dem Fall sind es jetzt 24.250, sprich für 126.000 habt ihr schon mal einen 201 PS starken Traktor. Wir legen jetzt 226.000, 201 PS, ja gut, okay. Ja, okay. Ihr seht es, man kann halt auch einmal kaufen. Aber wollen wir nicht schlecht reden. Das ist halt dann die Möglichkeit. Was ich euch noch zeigen wollte, klar, die Maussteuerung. Wenn wir jetzt hier, seht ihr, ne, haben wir jetzt, genau, hier ist das Fenster. Und da haben wir die Fahrertür. Auch mit Sound. So, haben wir das hier noch. Ist das hier drinnen wieder irgendwas? Was tut's ja? Ach, das Schiebedach, seht ihr das? Ah, okay. Da oben das Schiebedach. Könnt ihr einmal die Sonnenblende wegmachen und das Schiebedach öffnen und schließen. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, soundtechnisch hört ihr vielleicht ein bisschen was anderes als im Standardspiel. Aber sonst wieder passt es. Ja, wie gesagt, mehr kann ich aus dem Traktor nicht sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.